Hallo, mein Name ist Frank Fischer. Ich mache Kabarett, Comedy, irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht ganz genau, was ich mache. Ich rede und hoffentlich ist es lustig. Momentan habe ich leider keine Auftritte aus Gründen und deswegen kommen wir einfach zu euch nach Hause. Wirklich, achten Sie mal drauf. Es sind sehr, sehr viele Menschen im Einzelhandel unterwegs, die komplett einen an der Waffel haben. Auf beiden Seiten, muss man sagen. Ne? Ich habe neulich in der Drogerie Müller. Drogerie Müller ist bekannt. Ich habe in der Schreibwarenabteilung der Drogerie Müller ein derart absurdes Verkaufsgespräch mit angehört. Da hat eine Verkäuferin, eine Kundin zur Verkäuferin gesagt, Entschuldigung, der Kugelschreiber, wie lange hält er denn? Da guckt die Verkäuferin sie an und sagt, 13 Kilometer. Darauf sie, okay, dann brauche ich zwei. Da wusste ich wirklich nicht, wer verarscht hier gerade wen. Und so absurde Verkaufsgespräche führe ich ja zum Teil selbst. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ich habe mir mal beim Bäcker ein Brot kaufen wollen und die Verkäuferin fragt mich zum Mitnehmen und ich sage ja. Und erst danach ist mir eingefallen, was ist das dann eigentlich für eine bescheuerte Frage? Zum Mitnehmen, ein Kilo Roggenbrot, ne, esse ich gleich hier. Und so Verkäufer, ich meine, als Kunde, du hast so viele Möglichkeiten, die Kunden sagen nie irgendwas Lustiges. Du hast so viele Millionen Möglichkeiten, was mal einen rauszuhauen und die Leute machen nichts draus. Einfach mal an der Kasse diese Sekunde schneller sein und zur Verkäuferin sagen, Entschuldigung, sammeln Sie eigentlich Treuepunkte? Oder einfach mal sagen, ich würde gerne mit Karte zahlen, dann so eine Postkarte rausholen, Grüße aus Lanzarote, was weiß ich. Es gibt, oder IKEA ist natürlich das Paradies, dafür ist IKEA bekannt. Bei IKEA können Sie sich wirklich austoben. Gibt es hier oben im ersten Stock immer diese Möbelausstellung, das ist bekannt. Da gibt es so diese einzelnen eingerichteten Wohneinheiten. Da müssen Sie mal in so ein Bett reinlegen und wenn einer reinkommt, müssen Sie aufspringen und sagen, was machen Sie in meiner Wohnung? Das, wirklich, das ist alles nur Deko, das wissen viele nicht. Ne? Oben, das sind die ganzen Bäder, die ganzen Toiletten, das ist alles nicht angeschlossen. Das müssen Sie ausnutzen. Gehen Sie mal zu so einem Verkäufer hin, sagen Sie, Entschuldigung, da hinten hat mich gerade jemand gebeten, Ihnen zu sagen, das Toilettenpapier ist alle. Probieren Sie es aus, Sie müssen Kleinigkeiten, die müssen Sie öfter mal machen. Das kann ich Ihnen nur raten. Machen Sie mal was, mit dem keiner rechnet. Irritieren Sie mal die Leute ganz bewusst im Alltag. Sie können viel mehr Spaß haben. Wenn Sie im Büro arbeiten, gehen Sie mal morgens in den Aufzug rein, drücken Sie alle Knöpfe, dann gucken Sie sich so um und sagen Sie, ach, ich arbeite ja hier gar nicht. Und dann gehen Sie wieder raus. Probieren Sie es aus, Sie müssen... Gehen Sie mal zum Mediamarkt, tippen Sie mal einen Verkäufer auf die Schulter und sagen Sie, Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Probieren Sie es aus, Sie müssen... Er braucht ein bisschen, ich weiß. Aber es ist tatsächlich, Sie müssen... Du kriegst ja zum Teil, kriegst du ja auch Gespräche aufs Ohr gedrückt, die willst du ja auch nicht, ne? Ich kann mich noch erinnern, schon ein bisschen länger her, im Zug, wo sonst, ein älterer Mann, der mir gegenüber saß, der mir ungewollt, wirklich, also ungefragt, wollte mir eine Kassette ins Ohr drücken, großes Thema, Migranten, Flüchtlinge, im weitesten Sinne sein großes Thema, dass das alles so schlimm wäre und dass sie nicht arbeiten wollen, dass sie nicht Deutsch lernen wollen, was man halt so kennt. Und das wurde mir echt irgendwann halt so blöd. Und irgendwann habe ich gesagt, ach Quatsch, habe ich gesagt, das ist doch Blödsinn, gucken Sie doch mal mich an. Ich bin nur das beste Gegenbeispiel. Ich bin vor 2 Jahren aus Syrien hierher gekommen. Ich konnte kein Wort Deutsch. Und gucken Sie mal, jetzt arbeite ich im Vorstand von Siemens. Ja, der war sehr schnell wieder weg, das war toll. Funktioniert sehr gut. Ich hab mittlerweile so ein Register im Kopf. So stelle ich mir das persönlich immer vor. Ich habe zu jeder Situation mittlerweile die passende Antwort parat. Ich muss im Prinzip nur noch ziehen. Zack, zack, zack. Ich habe zum Beispiel festgestellt, ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, dass sehr dünne Menschen, also ich meine jetzt wirklich sehr dünne Menschen, dass die sich oft sehr dick finden und das anderen Leuten immer mitteilen müssen. Da habe ich mittlerweile auch so verschiedene Standards parat. Wenn mir zum Beispiel eine sehr junge, dünne Frau sagt, sie müsste unbedingt abnehmen, sage ich immer, abnehmen? Du? Warum? Junge Frauen können abnehmen, aber du in deinem Alter? Ja, es ist, doch, kann man machen. Glauben Sie mir, es geht. Ich laufe ja auch nicht durch die Gegend und sage, ah, ich habe wieder so struppiges Haar. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich liebe Werbung, momentan liebe ich vor allen Dingen das deutsche Werbeverkaufsfernsehen. Weiß ich, kennen Sie diese Sender, die nur aus Werbung bestehen? QVC, HSE24, diese ganzen... Es gibt ja immer einen Moderator, einen Experten für das jeweilige Produkt. Und ich habe neulich eine Sendung gesehen, was sehr selten ist, die ich nicht kannte. Verkaufst du dir da so einen Messerblock, also mit verschiedenen Messern drin? Und der Moderator stand so da und hat gesagt, meine Damen und Herren, wir haben heute für Sie ein Messerset mit Messern aus gestärktem Carbon. Eines mit einer Klingenlänge von 7 cm für Obst und Gemüse, eines mit einer Klingenlänge von 13 cm für Fleisch und eines mit einer Klingenlänge von 21 cm für Brot und Braten.
Michael, du bist Profikoch, du hast mit deiner ganzen Erfahrung die Entwicklung dieses wunderbaren Messersets unterstützt. Michael, erzähl unseren Zuschauern doch einmal, was man mit diesen wunderbaren Messern alles anstellen kann. Und Michael dreht sich in die Kamera und sagt, schneiden. Ja, es ist... Diese Werbung gerät aber noch nicht mal ansatzweise an mein persönliches Highlight. Und damit möchte ich mich heute verabschieden. An mein persönliches Highlight. Ich glaube nicht, dass es irgendwann eine Werbung gibt, die irgendwann mal da heranreichen wird. Verkauft wurde damals so ein kleiner Bohrer. Kennen Sie vielleicht diese Hobbybohrer mit so verschiedenen Aufsätzen? Und der Moderator stand damals in diesem Studio und hat gesagt, meine Damen und Herren, Sie kennen das vielleicht auch, man sitzt abends zu Hause, möchte mal ein Glas gravieren. Und ich saß damals vor dem Fernseher und dachte mir, stimmt, wie oft sitze ich abends zu Hause und denke mir, Mensch, was hätte ich jetzt mal wieder Lust, so ein schönes Glas zu gravieren. Vielen Dank, das war's von mir.